Hallo Leute, mein Name ist Sozialer Inzog und damit herzlich willkommen zurück zum Pokémon-Sammelkartenspiel dieser Woche. Heute ist Dienstag und wir müssen noch zwei Matches abschließen, um eben ein Pack zu bekommen. Und ich würde sagen, das machen wir gleich mal. Im letzten Part hatten wir einen richtigen Ehrenspieler, muss ich dazu sagen. Der hat gewonnen und gut gekämpft mit nur Basiskarten. Nur Basiskarten. Also nur Karten, keine GXs, keine EXs, keine V-Karten, nur normale. Und das war wirklich ein Ehrenspieler. Ich glaube nicht, dass wir so schnell wieder so einen treffen werden. Aber ich hoffe es, denn solche Spieler sind wirklich klasse. Genug geredet, legen wir los. Oh, da hat jemand das Sonderset gekauft. Immer eine Gold- oder Rainbow-Karte da drin gewesen. Dafür waren die aber auch als erstes released worden. Hab sogar zwei V-Karten im Relive. Einmal Luxo Gigamax und einmal Lapras GX. Und ich habe sehr gute Karten zum Start. Der Name kommt mir bekannt vor. Haben wir den nicht schon mal rausgefordert? Der Name kommt mir bekannt vor. Ein Schwert- und Schild-Pokémon. Maiko. Ja, klasse. Wir haben gleich mal ein Schwert- und Schild am Start. Das freut mich. Jetzt haben wir mal richtig einen Schwert- und Schild-Kämpfer. Wir hatten ja schon einmal einen. Und das war ein Rekordsieg. Unter einer Sekunde. Ja, echt. Ich habe einen Sieg unter einer Sekunde geschafft. Aber naja, er legt eine Energie an. Und ich habe den Pokémon Fanclub. Was mir die Möglichkeit gibt, Pimpfuni zu holen. Als auch Mewtwo. Sicher lieber mit dem Rückkehrboot. Für den Fall, dass was schief läuft. Ja, weil ich noch nicht angreifen kann. Jedenfalls noch nicht so, dass es Sinn machen würde. Meine Karte ist ja speziell gegen GX und EX Pokémon. Aber nicht gegen V-Pokémons. Das muss man denken. Und da ist ein Schwert- und Schildspieler. Einer der neuen Generationen. Ich muss aufpassen. Tschüss. Ja, muss ich leider. Der hat auch keine guten Karten gerade. Aber der hat bestimmt irgendeine Zamasa V oder so eine Karte drin. Nämlich, die waren hundertprozentig in diesem Deck. Ich habe ja auch eine Celebi V im Besitz. Hier in diesem Spiel. Pokémon Center Dame kommt ja nicht schlecht, aber ich kann immer noch nicht angreifen. Und das ist blöd. Von allen das Mewtwo im letzten Part hat mich sehr verwirrt. So, hä? Wieso konnte es angreifen? Okay, er greift leider an. Ich brauche aber Energien. Da kommt die zweite. Endlich. Noch eine, dann kann ich ihn K.O. hauen. Wenn er nicht bis dahin ein weiteres Pokémon gezogen hat, was er setzen kann. Er versucht mit dem Schmetterhammer. Gewinnt. Dammit. Damit hat er seine Chancen erhöht. Au. Nehme den Anler, um mir die Energie schon mal zu holen. Ich hoffe, er hat nicht noch einen Schmetterhammer. Er weiß genau, wenn ich noch eine dranlege, ist er dran.
Egal wie, nämlich der hat genau 60 KP und ich kann genau 60 abziehen. Pokécom 3.0. Ein Unterstützerkarte kann er sich holen. Bestimmt ein Pokémon-Fanclub. Hüpe von Team Gel. Die Karte kenne ich noch gar nicht so richtig. Ah! Oh, Glück gehabt. Der hatte noch einen Schmetthammer, aber diesmal ist er fehlgeschlagen. Ja, er hat Team Jay sich genutzt, um nochmal aufzuhalten. Dies ganze Kraft ist eine sehr gefährliche Karte, deswegen setze ich sie nicht ein. Wenn er jetzt keinen Schmetterhammer oder Team Rüpel, Team Gel hat, dann war's das für ihn. Hopplo. Er hat Hopplo geholt. Alles klar, Hopplo. Ich glaube, das ist ein Basiskämpfer. Das überrascht mich. Ich hätte erwartet, dass der V-Karten drin hat. Eine Pokémon-Center-Dame, die kommt wie gerufen. Und damit ist es zu Ende. Für den Vogel. Hopplo ist mein nächster Gegner. Das ist die normale Schwertenschildkarte. Ich habe ja die Sonder-Hopplo im Besitz. Auch hier im Spiel. Oh, der hat Rosi. Sehr schlechtes Design möchte ich dazu hinweisen. Ist ja einfach nur der Hauptdesign. Auf eine Karte gepackt. Im Hintergrund der Brücke. Ja! Dialga, Palkia und Giratina. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich sowas von einem Problem. Wenn er die fertig kriegt, bevor ich sie K.O. haue, dann bin ich sowas von dran. Ah, da kommt seine GX. Aus Weltenwandel. Die beste bisher Kartenerweiterung, die es gibt. Hier wurden so viele schöne Karten released. Au. Nochmal der Pokémon-Fanclub. Dann nehme ich mir noch eine Pymphonie. Und Yashin mit seinem Töt-uns-Move. Der hat so einen Abseitsbund. Für die, die es nicht wissen. Wenn der eine Attacke einsetzt, wird das Pokémon im nächsten Zug dann sterben. Und das ist mein Vorteil. Ich kann eine der Pymphonie schon mal einsetzen, um ihn vorzuholen. Ja, mache ich. Nämlich dann kann ich ihn schon schaden. Jawohl. Der wird seinen Spezialangriff nicht aufladen können, bevor er kaputt ist. Durch die Pymphonie. Ich glaube, ich habe den jetzt in die Enge getrieben. Wenn das Glück der Karten nicht bei ihm ist, ist ein bisschen bei Yu-Gi-Oh! Dann war's das. Aber endgültig. Er braucht nur noch eine Farblos-Energie, aber die wird er nicht mehr bekommen, glaube ich. Okay, ein Schmuck. Ist doch wirkungslos gegenüber ihm. Wenn ich jetzt gleich angreife, besteht allerdings die Gefahr, dass ich dann sterbe an dieser Person. Oh, das ist blöd, das ist sowas von blöd. Oh shit, er hat eine GX eingesetzt.
Ich setze auf Lillys ganze Kraft. Und hab eine Idee. Werde ja ich hier einsetzen. Durch das Item kann ich mich ja ohne Probleme zurückziehen. Dann die nochmal die Pymphonie einsetzen. Die jetzt fertig machen. Das Mewtwo habe ich jetzt natürlich dumm gemacht, aber naja. Welche Karten möchte ich behalten? Dann nehmen wir mal das Sonderbonbon und Roccos Durchhaltevermögen. Ich habe zweimal die Lilly im Deck. Das überrascht mich. Naja. Ja, der kann feuern. Durch den Helm. Kriegt der sogar noch ein bisschen Schaden ab. Also mein Plan ist einfach. Ich werde ihnen jetzt ein paar Opfer geben. Dann Lappo und Pummeluff aufpowern. Wenn alles klappt. Und dann die Cheese-Attacke mit 5 und hier einsetzen. Oh, shit. Reichiam und Sacrom GX aus Welten im Wandel. Oh, come on. Seine dumme Fähigkeit. Was? Verdammte Schande. Das war aber jetzt nicht eingeplant. Oh, ist das ein dummer Effekt. Ich glaube, mein Plan ist so eben ins Wasser gefallen. Nee, kann ich leider vergessen. Mein Plan ist ins Wasser gefallen. Heben wir uns lieber die Schlacht für den nächsten Mal auf. Außerdem ist ja die Mission mit Psycho-Pokémons zu besiegen, also. Alles klar. Der sucht mir einen Gegner, alles klar. La 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 la. Da geht's schon los. Es ist ein Gegner, gegenüber ich einen Vorteil habe. Und der hat eine normale Münze. Das heißt, der hat nicht Karten gekauft. Der könnte nicht. Es ist ein Gastspieler. Gastspieler haben höchstens nur eine GX oder zwei. Aber ansonsten haben die nur ein Standard-Pack. Ich hab Glück. Oh, und ich hab die Aufladetaktik. Scarborn. Das wird schwer, das wird schwer. Superball. Noch ein Scarborn. Ah, das ist mies. Nehme ich nur ein Tech-Team ins Spiel, dann führt er mir 70 weitere Schadenspunkte zu. Mies. Diese Karte. Und hier ist noch ein weiteres Scarborn. Und er holt sich ein Yama. Interessantes Deck. Für den Gastspieler. Aber ich habe den Vorteil, dass ich mich gleich entwickeln kann.
Aber ich kann den Gegner vergiften. Und das müsste sehr effektiv sein. Immerhin ist Pflanze. Du bist immer noch dran. Gastspieler. Hast du einfach keine Energien oder wie? Hallo. Ja, jetzt hat er es auch mal bemerkt. Würde ich sagen, hänge ich ihn gleich mal die Gedächtnisenergie an und vergifte ihn. Das tut weh, aber ist nicht sehr effektiv anscheinend, obwohl es Gift ist. Verstehe, wer will. Okay, der hat einen Flüchter und ein Scarabon normal. Das Scarabon mit der Tech-Team-Sache ist sehr gefährlich. Man muss da aufpassen. Ich wurde vergiftet und ich bin am Zug. Oh, der Jubelball. Ich hab Glück. Dann entwickle ich mal ein Pokémon. Ja, mein Tech-Team kann ich nicht rausholen, sonst begehe ich eine große Gefahr. Ich kann die Attacken noch von meinem alten Pokémon nutzen? Das muss ein Bug sein. Weil es schon vergiftet ist, kann ich nicht noch mehr Vergiftungen drauffügen. Aber ich bin jetzt geschützt. Das war wohl gerade ein Bug. Ich hab gewonnen. Beste Chancen. Aber ich habe leider kein K.O. gehauen. Das ist doof. Ich krieg ja Geld dafür, aber ich habe kein K.O. gehauen. So was Blödes. Okay, jemand im Pikachu-Suit. Und Dark Climbers muss anfangen. Trauriges Face. Oh Mann, ich muss anfangen. Also ich freue mich. Ich beginne natürlich mit Mewtwo. Der ist wohl auch eher ein Spieler, der lieber als Zweiter beginnt. Oh, Farbigel. Ah, oh, die Karte ist gemein. Der kann meine Pokémon Center Dame ausnutzen, bestimmt. Und Paminal. Okay. Hier kommt der Jubelball. Den hole ich mir rein. Ich würde sagen, mein Tech-Team. Okay, ein Digra, ein Alola-Digra, der keinen Angriff-Energie braucht und Pikachu und sehr kommen. Ach du Schande. Ein starkes Tech-Team. Hat nicht geklappt. Superfänger, du kannst die Karte nur, wenn du zwei andere Karten aus deiner Hand auf den Abstand ein.
Bringt mir nichts. Sei ruhig, du hast noch dein Pikachu, also. Dass er nur mal mit 150 Schaden kommt. Ja, ich schieße mit dem Abseitsbund. Und Mewtwo ist ready. Die kann ich den Peacemaker gleich beim Zekrom einsetzen. Und damit habe ich Schaden gemacht. Jetzt gib mir bitte noch ein Pokémon, was ich irgendwie zerstören kann. Dann habe ich nämlich die Mission endlich abgeschlossen. Komm, hol ein das Dika oder das Flimia raus. Ist mir egal, ob ich gewinne oder verliere dieses Match. Mir geht es gerade nur um die Mission. Na, er versucht's. Ich mach seinen Abseitsbund lieber bereit. Und zerstöre das Alola Dika und habe somit die Mission abgeschlossen. Die schon lange da ist und jetzt hat er seinen Zekrom rausgeholt. Aber wenn er seinen GX-Angriff einsetzt, habe ich ein ganz schön Problem. Drei extra Energien. Alles klar, der braucht drei extra Energien. Oh! Oder auch so. Muss ich mir ganz schnell überlegen, was ich mache. Naja, mein Ziel habe ich erreicht. Und wenn ich jetzt verliere, ist das schlimm. Ja, das wird eine Niederlage. Aber gut gespielt, du hast mir meine Mission fertig gekriegt. Oh nein, der hat schon wieder diesen Effekt, dass man einfach so Energien dranhängen kann. Verstehe ich bis heute nicht, warum es so miese Effekte gibt. Hätte ich auch kaum Doppelenergien im Set habe. Ich muss meine GX-Power einsetzen. Darauf, wenn ich überlebe. Den Zug. Wenn ich zwei Schläge setzen kann, dann ist Pikachu ein sehr kaum K.O. Er schläft weiter. Sehr gut. Pokémon Fanclub, du kommst wirklich gerade gelegen. So, jetzt mache ich die Taktik. Schutz und Heilung. Action! Nein, er schwach auf. Und er wird vermutlich mit dem mächtigen Blitz angreifen. Seine GX-Attacke hat er ja schon eingesetzt. Stimmt. Das heißt, er kann nur noch mit dem mächtigen Blitz angreifen. Aber ich kann mich halbwegs noch heilen. Erst mache ich das. Hey, 20 Punkte. Und hoffe, das reicht. Wenn es nicht reicht, dann... RIP! Sag ich nur.
Es reicht nicht durch die zwei Pokémon Center Damen. Oh, ich überlebe, ich überlebe, ich überlebe. Das war's für ihn. Yes! Aha! Yes! Und es war eine Zeck, die mich dann mit drei Preiskarten stibitzen. Hey, das war aber knapp. Ja, das war knapp. Jetzt sterbe ich allerdings, dummerweise. Nein, aha, der hat das Tag Team bedacht. Was soll's? Ich habe das Achievement abgeschlossen. Kriege ein Mystery Pack. Kriege Power in Thema. Die an und wieder Kräfte im Einklang. Alles klar. Das Spiel hat es gerade mit Kräften im Einklang. Hier ist eine neue Herausforderung. Mit Wasser-Pokémons. Alles klar. Wir haben kein Wasserdeck. Mache ich fürs nächsten Part einen fertig. So, bevor wir aber das Pack öffnen, spielen wir jetzt mal endlich mal wieder lange mit dem richtigen Deck. Spaß ist vorbei. Jetzt kommen die richtigen Karten wieder. Der ist ein guter Helfer für später, aber noch nicht jetzt. Oh shit! Schon wieder diese Oho GX. Und hier kommt noch eine Oho GX. Die ein und dieselbe, nur anderes Design. Jetzt holt er sich auch noch per Hyperball. Pokémons. Aber welche? Welche? Kapufala GX. Ja, ich habe ganz schön schlechte Karten. Der hat einen Top-Start, ich habe einen schlechten Start. War Feuerenergie. Ach, das ist mies. Das ist mies. Wenn ich nicht gleich eine GX hier, bin ich sowas dann tot. Kann nur einen Unterstützer einsetzen. Aber so kann ich mir wenigstens eine GX holen. Ich hole mir einen Schlinking. Und setze die Bestien-Energie nach oben. Dann tue ich gleich mit dem auswechseln. Ein kleiner Nascher schlägt fehl. Naja, ist halt so. Oh, come on! Sein Oho ist einfach jetzt schon fertig. Das ist wohl die Veräppelung pur. Mit der Power kann ich nicht mehr viel ausrichten. Dieses Match lohnt sich nicht weiterzuführen. Was soll's. Für diesen Part haben wir wenigstens die Mission abgeschlossen. Für den nächsten Part erstelle ich dann ein Wasserdeck. Also zuvor öffnen wir noch das Booster Pack, was es als Belohnung gab. Kräfte in Einklang. Hier sind ein paar neue Karten. Hier ist Pampion, Raupi, Wurmpool, Apuk,
Ein Kraftwerk? Haben keine Fähigkeiten. Oh, das ist mies. Das ist mies. Aber das verhindert man auch selbst. Kogas Falle. Verwirrt und vergiftet. Meltdown. Okay. Und? Ui! Das hat sich gelohnt. Elfun GX. Wir haben sogar die Entwicklungsreihe. Hier ist Woodpool und hier ist Elfun GX. Plauschwolle. Schaden zugefügt. Wen hat den Schaden beim Kopf? Oha! Heieiei, das ist ja ein ganz schöner Helfer. Alles klar. Na dann. Können eigentlich mal aus Spaß beim Avatar gucken. Das haben wir nämlich noch nie gemacht. Was es hier so gibt. Ja, hier konnte man seinen Avatar damals erstellen. Hier seht ihr zum ersten Mal meinen offiziellen Avatar. Ich bin überrascht, dass es noch nicht so richtig Avatar-Items mehr gibt. Hier. Naja, was soll's. Für heute ist Ende hier. Morgen geht's weiter. Und wie ihr auch in der Seite sehen könnt, Pokémon gibt es ebenfalls am Freitag bei Lauri Link. Bleibt sozial, lasst ein Abo da und bye.